Viele Ärzte in Praxen und Krankenhäusern setzen die Homöopathie tagtäglich ein und auch dort wird ihre Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht. Und zwar mit eindeutigem Ergebnis. Seit über 15 Jahren gibt es an der Haunerschen Kinderklinik in München das Modellprojekt Homöopathie. Sigrid Kruse leitet es. Auch sie ist studierte Schulmedizinerin. Zur Homöopathie kam sie durch das Erleben, wie sie sagt. Und dank ihr haben auch Patienten in der Klinik und ihre Kollegen die Möglichkeit, Homöopathie zu erleben. Wir setzen die homöopathischen Arzneien meist begleitend ein, dort, wo wir an die Grenzen der konventionellen Medizin stoßen, wo wir wenig Möglichkeiten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Jungen in der Kinderkardiologie, der hatte wahnsinnigen Juckreiz, immer anhaltend, schon seit Wochen. Wir hatten verschiedene Medikamente schon eingesetzt, nichts hat geholfen und dann unter der homöopathischen Behandlung ist dieser Juckreiz innerhalb kürzester Zeit verschwunden, was viele überrascht hat, aber uns alle natürlich sehr gefreut hat. Mittlerweile gibt es tatsächlich einige große Studien, die den Erfolg der Homöopathie im medizinischen Alltag belegen, bei Kindern und bei Erwachsenen. Vor allem Patienten mit chronischen Erkrankungen profitieren demnach enorm. Die Homöopathie hilft den Patienten mindestens so gut wie die konventionelle Medizin, sagen die Untersuchungen. In der Versorgungsforschung dort untersuchen wir die Homöopathie unter realen Bedingungen, wie sie in der Wirklichkeit auch eingesetzt wird, als Ganzes. Dort sehen wir gute Erfolge und dort wird die Realität gemessen. Bei Sigrid Kruse häufen sich mittlerweile die Anfragen anderer Kliniken. Die wollen wissen, wie Homöopathie in den klinischen Alltag integriert werden kann. Kruse selbst wird heute auch regelmäßig in die Kinderkardiologie der Münchner Universitätsklinik Großhadern gerufen. Hightech-Medizin trifft Homöopathie. Es scheint, als ob Schulmedizin und Homöopathie zusammenwachsen und sich gut ergänzen könnten. Eine wissenschaftliche Forschung, die der homöopathischen Praxis wirklich gerecht wird, steht mehr oder weniger noch am Anfang. Aber die Erfolge der Methode, auch wenn sie noch nicht erklärbar sind, die sind schon lange zu beobachten. Seit der Entdeckung der Homöopathie, vor 200 Jahren. Es steckt also ordentlich Zündstoff in den kleinen, zuckrigen Kügelchen. Wir haben gesehen, es gibt genügend Hinweise, dass die Homöopathie tatsächlich wirkt. Aber warum das eigentlich so ist, das hat bislang noch niemand herausfinden können. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Homöopathie und die Schulmedizin diesem Rätsel gemeinsam auf den Grund gehen würden, statt sich wie auf dem Schulhof zu kloppen. Denn eigentlich gilt ja, wer heilt, der hat Recht. Und letztendlich gibt es da auch noch erstaunliche Parallelen zwischen der Homöopathie und dem Fernsehen, denn auch da wird der Inhalt verdünnt und mit mehr oder weniger Zucker überzogen. Und manchmal wirkt sogar. Mehr von dem guten Zeug gibt's bei uns auf unserer Homepage und natürlich auch in unserer nächsten Sendung. Ich sag bis dahin.